So, das heißt, ich räume das jetzt mal ab hier. Das war ja so der erste Versuch. So, dann muss ich mal mir überlegen. Das Wasser. So, da haben wir ja hier zwei Eimer. Das müsste ich dann einfach auch mal eben hier mal eben an die Seite. Ich würde jetzt auch nicht so ein riesen Gebäude machen. Also ich würde es versuchen, möglichst kompakt zu halten. So, mal eben überlegen. Wenn wir... Also ich denke mal, der Baum müsste mal eben weg. Ich nehme mal die normale Axt. So. Ich muss mal ein bisschen Platz schaffen hier im Rucksack. Also Bambus haben wir ja auch dabei. So, wir haben hier die Hütten, die haben wir hier immer aus Holz gebaut. Ich mach mal eben hier das da mal eben zu. So, ich markiere mal eben die Mitte. Wie könnte man das machen? Das brauche ich hier vielleicht so ein... Ich deute mal an, hier so einen Eingang machen. Da muss ja dann auch die Schaltung ja dann auch mit rein. Hier die Redstone-Geschichte. Das mit dem Honig hier, das läuft echt an der Geschwindigkeit. Gar nicht hinterher mit dem Ernten. Dann auch hier die Weizen sind auch schon wieder oben hier. Also dass man hier vielleicht auf der einen Seite hier das Bambus macht und auf der anderen Seite das Zuckerrohr. Das wächst ja ein bisschen langsamer. Und so 8 Felder lang. Ich steck mal eben ab, haben wir mal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, dann wäre das so. Ja. Da müsste man sich mal eben überlegen, dass man vielleicht das dann einfach so macht. Wir brauchen ja eine Bewässerung, brauchen wir ja für das Zuckerrohr sowieso. Und dass man vielleicht die Bewässerung auch gleich als Ablauf auch nimmt, dass man das kombiniert. Also vielleicht, ich versuche mal eine Seite mal anzulegen, also als Layout. Mit dem Bambus mal an, weil das braucht ja kein Wasser.
Also angenommen, das würde jetzt hier so wachsen. Könnte man hier das Wasser daneben Na, das reicht aber nicht. Wir machen was. Wir haben ja hier hinten die Pistons müssen ja auch dahinter. Also ich muss eigentlich weiter vor. Mal sagen, wir haben hier so eine Art Wartungsschacht. Dass man ja hier die Pistons dann. Ich baue mal einfach mal einen. Was habe ich hier Redstone dabei? Ja, habe ich. Da brauchen wir ja hier den Kobbel. Holz. Haben wir hier Redstone und Eisen, ne? Die Werkzeuge mal weg, die wir jetzt gerade nicht brauchen. Hier den Hammer und so weiter. Haben wir noch eine normale Schaufel, haben wir. So, wir haben Redstone. Eisen, Kobbel, Holz. So, wie war das? Ich meine hier Holz. Nee, das war mit. Ich weiß gar nicht mehr genau. Ich meine hier Stein und irgendwie so, ne? Genau. So, da brauchen wir ja ein paar mehr von. Ja, das reicht ja so nicht. Es ist schon wieder Nacht. So, mal sehen. Haben wir 12. Ich denke mal, 16 Stück brauchen wir. Ja gut, ich lege mich auch mal eben hin. Solange ich noch frei ist. Apropos. Ich stelle einfach mal ein paar Betten auf. Weil wir haben ja noch ein paar. Wir hatten ja vorhin noch Wolle geholt, ne? Weil wenn wir hier beim Dorf sind und. Na, kommst du an? Wolltest du mit mir handeln? Ja, achso, hier. Wieder ein paar Emeralds verdienen, aber wir können gerade irgendwie kein Campfire richtig gebrauchen, aber wir kommen auf dich zurück. Ein paar Betten noch eben hinbauen hier. Ja. Ist jetzt ja egal. Auch wenn es jetzt ein bisschen voller wird hier in den Hütten. Ich meine so, ja, solange die Betten finden, da vermehren die sich auch weiter.
müsste man halt nur sehen, dass wir dann die dann später noch ein bisschen umsiedeln. Und hier ist schon relativ voll, ne? Hier kann man auch noch eins stellen, komm, ist egal. Ja, komm. Platz haben wir. Ja, ja. Ist schon ein bisschen eng, ne? Hier vielleicht. Boah, ja. So. Naja, alles klar. Nee, dass wir dann hier einfach hier die Bambus-Geschichten dann hier bekommen. Na. Und das kann man ja auch, prima auch verwenden, auch als Brennstoff und alles. Also Bambus ist wirklich eine gute Sache. Hatte ich sowieso vorgehabt, das mal irgendwie als Farm mal herzustellen. So, mal sehen. Also wir haben jetzt hier die Pistons. Und da brauchen wir ja auch dann hier die Redstone-Geschichte hier. Ich pack mal eben hier mal so einen hin. Also ich würde mal sagen, hier wäre Wartungsschacht. Die Pistons. Noch ein bisschen Erde. Na, so angenommen, das wäre jetzt so. Und dann würde ja hier die Redstone-Spur ja sozusagen dann laufen. Und dann müssten hier die dann ja wachsen. So, dass man dann vielleicht dann da oben drüber, also wenn die sozusagen dann wieder auf der gleichen Höhe oder noch ein höher dann sind, dann dass ein Observer das dann erfasst und dann mit dem Redstone-Signal dann quasi ja, die Pistons dann auslöst und das Ganze dann hier meinetwegen in so einer, also hier wäre dann Wasser drin. Na, kommst du an? Ach, hier bei der Blume, ne? Ach, schön. Könnte man ja auch mal wieder vermehren. Schafft man das gar nicht. Noch ein bisschen Honig raus. Na, ich sehe hier bei der Pflanze hier am Nektar sammeln. So, dann hat man das so. Und das Wasser, das läuft ja auch 8 Felder, dass man das gleich mit dem Gefälle macht. Also ich sag mal, wenn es jetzt hier rauskommen würde, wäre es vielleicht auch ganz schön, wenn man vielleicht nochmal einen höher kommt, dass das dann gleich hier in so einer Kiste landet oder in so einem Fass. Na, ihr habt wohl kein Zuhause, guckt euch das auch an hier, ne? Ja, die wollen hier auch gleich mitbauen. Also angenommen, hier würde dann so ein Fass meinetwegen stehen. Ich deute das mal nur mal an, hier mit so einem Holzblock. So, beziehungsweise dann müsste da ja noch ein Trichter ja noch drüber. Na? Mal eben nochmal einen Trichter nochmal im Bauen. So, noch eine Kiste. So, das wird ja dann im Prinzip ja auch so gehen. Also wenn das die Kiste wäre oder das Fass,
So, ne?